Leute, ich habe vorgestern mit Dear Heart, I Hate You angefangen. Das ist der zweite Band. Falls ihr euch daran erinnert, ich habe den ersten Band im Januar gelesen und das Buch war mein Monatshighlight. Ich fand das so toll. Und jetzt lese ich den zweiten Band und ich war mir total unsicher, ob ich den zweiten Band überhaupt lesen will, weil ich weiß nicht, ich wusste nicht, ob mir die Protagonisten auch so gut gefallen werden wie im ersten Band. Aber, oh mein Gott, das ist richtig gut. Ich habe direkt nach den ersten zwei Seiten Tränen in den Augen gehabt, hatte schon ein Gefühlschaos. Dann habe ich richtig viel auch gelacht. Ich liebe die Protagonistin. Sie ist so cool. Diamond heißt sie. Und ihre inneren Monologe, das macht mich fertig. Ich muss die ganze Zeit lachen. Ich habe am ersten Tag direkt 116 Seiten gelesen. Also ich habe den ersten Part schon richtig verschlungen und ich freue mich jetzt so sehr weiterzulesen. Deswegen mache ich es mir jetzt hier gemütlich und fange an. Ich kann es nämlich kaum abwarten. Freunde, es gibt ein kurzes... Was ist denn hier los? Es gibt ein kurzes Leseupdate. Ich habe kurz das Thema gestern angeschnitten, wie gut ich dieses Buch finde. Ich verschlinge es. Ich bin auf Seite 162. Es ist so gut. In diesem Buch geht es um Diamond. Sie haben wir bereits im ersten Band der Reihe kennengelernt gehabt. Und ja, diesmal in diesem Band hier geht es um ihre Story. Sie wird in den Sommerferien für 2 Monate lang als Haussitterin arbeiten. Die Unterkunft, die Verpflegung, alles ist inbegriffen. Also sie muss wirklich nur in diesem Haus leben und auf den Hund aufpassen und ja, einfach nach dem Rechten schauen und ja, einfach wirklich nur dort leben und dafür kriegt sie Geld. Dann taucht direkt am ersten oder am zweiten Tag der Sohn des Hausbesitzers auf. Und das war auch eigentlich gar nicht Teil des Plans, dass der Sohn wieder kommen wird. Sie sollte wirklich alleine in diesem Haus leben. Er heißt übrigens Finn, ist ein Arschloch. Er ist arrogant. Er ist einfach kaputt, Leute.
Und natürlich ist er auch heiß. Zudem findet er es auch nicht gerade besonders cool, dass sie auch dort ist. Und er will sie dort gar nicht haben im Haus. Sie denkt sich aber, was ist dein Problem? Mach doch dein Ding, ich mach mein Ding. Und ich verdiene hier einfach mein Geld. Aber Finn hat es sich einfach in den Kopf gesetzt, dass er alles dafür tun wird, dass sie kündigt. Wirklich alles. Also er wird ihr das Leben zur Hölle machen. Und Diamond denkt sich halt, was soll schon passieren? Es sind nur 2 Monate. Beißt die Zähne zusammen. Ich brauche das Geld. Und let's do it. Und es fängt jetzt so langsam an, eine Hassliebe zu entstehen. Auf der einen Seite hasst sie ihn und will ihm nur eine reinhauen. Und auf der anderen Seite will sie einfach nur seine Klamotten vom Leib reißen. Ich finde es richtig gut. Also es ist unglaublich fesselnd geschrieben. Also die Autorin schreibt halt auch total flüssig und locker. Es ist überhaupt nicht anspruchsvoll oder so. Aber es macht unglaublich viel Spaß, das Buch zu lesen und zu verschlingen. Vor allem bin ich auch gerade so langsam an der Stelle, wo Diamond nicht weiß, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen soll. Wie gesagt, weil sie ihn halt eigentlich hasst, aber irgendwie fühlt sie sich auch zu ihm hingezogen. Und das beruht auf Gegenseitigkeit und wie das die ganze Zeit so zwischen den beiden ist, finde ich total fesselnd. Und mein Ziel ist es, heute das Buch zu beenden. Mal schauen, ob ich das schaffen werde. Leute, ich habe gestern um 12:30 dieses Buch beendet und das ist meine Reaktion dazu. Ich habe nämlich direkt meine Gefühle auf TikTok festgehalten. Wir haben 12:30 und ich habe das Buch beendet. Leute, der zweite Band war so gut. Hätte ich niemals gedacht. Der erste Band hat mir nämlich so gut gefallen, aber der zweite.
Der ist nochmal anders gut. Die beiden haben einfach mein Herz. Ich habe Tränen vergossen. Ich habe... Mein Herz ist gebrochen. Ich habe auch viel gelacht. Oh Mann. Das Ende. Wie kann man das Buch so enden lassen? Ich will bitte kurz über Finn und Diamond reden. Ich konnte einfach nicht mehr diese Tension zwischen den beiden. Ciao. Ich bin jetzt total aufgewühlt wegen diesem Buch. Wie soll ich jetzt einschlafen? Zuallererst, ich habe den ersten Teil sehr geliebt und ich war mir unsicher bei dem zweiten Band, aber der zweite Band hat mich sowas von überzeugt. Ich bin verliebt in die Charaktere. Ich habe bei diesem Buch geweint, ich habe gelacht, geschmunzelt, alles wirklich. Und ich habe so viel grinsen müssen, das ist unglaublich. Diese beiden in Kombi, also einmal Finn und Dia oder Diamond, die beiden in Kombi, Leute, die haben mich verrückt gemacht. Ich hatte ein Dauergrinsen, wenn die zusammen waren. Also ihr müsst euch vorstellen, er ist so ein richtiger Bad Boy und ihm ist alles scheißegal. Und er behandelt sie richtig schlecht. Und sie ist halt einfach ein liebes Mädchen. Also einfach das komplette Gegenteil von ihm. Es ist halt auch oft so ein Hin und Her zwischen den beiden, weil sie sich eigentlich stark zueinander hingezogen fühlen. Aber sie wollen es natürlich nicht. Sie denkt sich, ja, er ist einfach ein Bad Boy. Er wird mir das Herz brechen. Es ist klar, was passiert, dass das nicht gut endet. Und er denkt sich, ich glaube nicht an die Liebe und mir ist alles scheißegal und ich kann jeden so behandeln, wie ich will. Und ich bin hier der King oder wie auch immer. Also ihr könnt euch vorstellen, was für ein Typ er ist. Aber ich muss sagen, ich liebe, liebe, liebe diese Kombi in Büchern. Falls ihr Empfehlungen habt, also Bücher mit genau diesem Vibe, dann gerne her damit. Schreibt es in die Kommentare. Ich liebe sowas. Ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Freundin geschrieben. Sie meinte, sie hat das Buch auch sehr gefeiert und möchte deswegen jetzt mit Punk 57 anfangen. Und falls ihr mir länger folgen solltet oder das mitbekommen haben solltet, ich liebe Punk 57. Ich habe das Buch sehr gefeiert. Und ich meinte dann zu ihr direkt, oh mein Gott, bitte unbedingt. Aber ich habe auch Angst, dass es ihr nicht gefallen wird, weil, ja, ich habe das Gefühl, das Buch gefällt nicht jedem. Aber sie meinte, die Protagonisten sind hier ja so ähnlich wie hier. Und ich meinte dann, stimmt, diese Tension zwischen den beiden und Love It. Mir hat es sehr gut gefallen und ich habe ganz viele Emotionen gehabt und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf Band 2, auf den dritten Band. Das Ende vom Buch hat es nämlich nicht gerade besser gemacht. Ich brauche dringend Band 3. Ich würde jetzt am liebsten direkt anfangen, aber ich habe auf jeden Fall noch viele weitere Bücher jetzt erstmal vor mir, die ich lesen will und werde. Es gibt ein kleines Leseupdate. Und zwar habe ich ja gestern mit Pretty Scandalous angefangen von Tammy Fischer. Das ist ja eine Neuerscheinung und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch, weil einige mir schon geschrieben haben und meinten, dass das Buch richtig gut sein soll und dass sie gespannt sind auf meine Meinung. Das hat mich noch mehr so drauf gehypt auf jeden Fall. Jetzt bin ich auf Seite 52 oder 53, Kapitel 5. Also ich muss sagen, das Buch ist wirklich ein Brocken. Ich denke mir so, krass,
Seiten. 600 Seiten ist echt nicht ohne. Aber das Gleiche denke ich mir auch bei Binding 13. Das Buch hat ja, glaube ich, 800 Seiten. What? Worum geht's denn überhaupt? Und zwar geht's um Sarah und ihre Zwillingsschwester Peyton. Peyton studiert seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, war das, in New York. Und die beiden sind eigentlich unzertrennlich. Aber seitdem sie dort studiert, wurde der Kontakt immer weniger zu ihr und ihrer Familie. Also vor allem die letzten 6 Monate hat sich Peyton dann überhaupt anscheinend nicht gemeldet. Also seitdem ihre Zwillingsschwester halt in New York studiert, hat sie sich verändert. Also ihr Lebensstil auch. Sie ist jetzt so glamouröser, hat elitäre Freunde, so typisch High Society halt. Und eines Tages steht Peyton plötzlich vor Sarahs Haustür voller blauer Flecken und völlig verängstigt. Und ihr müsst euch ja vorstellen, die beiden hatten die letzten 6 Monate überhaupt keinen Kontakt. Und jetzt plötzlich steht sie vor ihrer Haustür und auch noch so in diesem Zustand. Und genau an dieser Stelle bin ich gerade. Es ist gerade wirklich spannend, weil Sarah ist so aufgelöst, dass sie so aussieht. Und sie will jetzt unbedingt nach New York fliegen und sich als ihre Zwillingsschwester Peyton ausgeben, um halt auf den Grund zu gehen, um zu schauen, hey, was ist da los? Warum ist sie so, wie sie ist? Und was ist passiert? Und jetzt bin ich auch gespannt, was passieren wird. Hier stand auch noch: In New York angekommen, häufen sich die Skandale und Geheimnisse und dann stolpert Sarah auch noch dem attraktiven Monroe in die Arme und dessen Lächeln könnte weitaus mehr gefährden als nur ihre Rachepläne. Wuhu, es wird skandalös, voller Geheimnisse, voller Intrigen und es soll auch einige Wendungen geben. Ich bin gespannt. Es hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ja, gibt mir auf jeden Fall Gossip Girl Vibes, weil so in London in der High Society spielt und hier sind so einige Bilder. Bis jetzt mag ich es auf jeden Fall, vor allem der Schreibstil gefällt mir sehr gut. Es ist mein erstes Buch von der Autorin, es ist super flüssig, sehr angenehm zu lesen und fesselt einen auch direkt. Man bekommt auf jeden Fall nicht genug. Seite 105. Sehr gut. Yeah. Das ist so gut, Leute. Ich kann das Buch gar nicht aus der Hand legen. Leute, ich bin auf Seite 216. Ich habe heute Morgen auch direkt weitergelesen. Ich habe, glaube ich, so um die 60, 70 Seiten heute Morgen gelesen. Und da muss ich das Buch kurz beiseite legen und jetzt geht's weiter. Es ist super spannend. Ich finde es richtig gut. Ich kann gar nicht aufhören, weiterzulesen. Gibt es noch kurz einen Ingwer-Shot zur Stärkung. Leute, man ist die ganze Zeit am Mitfiebern. Sarah ist ja jetzt in New York und gibt sich als ihre Zwillingsschwester aus. Sie findet die ganze Zeit ein Geheimnis nach dem anderen raus. Man ist dadurch die ganze Zeit am Miträtseln und es ist richtig gut. Ich bin echt gespannt, wo das alles hinführen wird. Ich habe auf jeden Fall schon eine Vermutung und mal schauen, ob es sich bestätigen wird. Also Skandale über Skandale einfach. Also es ist ja, gibt mir echt
Gossip Girl. Gossip Girl Vibes. Bitte sag mir, dass ich nicht die Einzige bin, die schon so bei Kleinigkeiten anfängt zu kichern und vor sich hinschmunzelt. Soll ich euch mal jetzt die Stelle vorlesen, wo ich gerade angefangen habe, so zu kichern und so? War gerade ein Gespräch zwischen Sarah und Monroe. Also es ist jetzt kein Spoiler oder so. Die haben beide über Geheimnisse geredet und er hat von seinem Geheimnis erzählt. Und dann hat er halt sie gefragt, was ihr Geheimnis ist. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Sie sagt, ich muss dich enttäuschen. Ich tausche keine Geheimnisse gegen Geheimnisse. Beinahe wirkte er zufrieden. Ach ja? Gegen was tauschst du sie dann? Gegen Vertrauen. Und mein Vertrauen muss man sich verdienen. Er überlegte einen Augenblick. Dabei betrachtete er mich fast schon schamlos. Es gefiel mir, wie selbstbewusst er war. Na dann, sagte er langsam und atmete tief ein. Dann solltest du mit mir ausgehen, um mir eine Chance auf dein Vertrauen zu geben. Ich finde das so süß. Das war die Stelle, wo ich gerade einfach so... Sowas bringt mich zum Schmunzeln und mein Herz geht auf. Meine Güte. Ich glaube, es ist schief. Schief wie sonst was. Seite genau 400. Noch 200 Seiten. Geendet. Das hat einfach das Ende des Unfalls. Gibt es denn schon Teil 2? Ja. Oh. Aber noch nicht. Ich weiß gar nicht, wann es erscheint. Die haben hier gar kein Datum reingeschrieben. War richtig gut. Mega. Verschwunden. Freunde, ich habe gestern Pretty Scandalous beendet. Was soll ich sagen? Ich habe dieses Buch verschlungen. Also ihr müsst euch vorstellen, Leute, dieses Buch hat 600 Seiten. Als ich das schon gesehen hatte, dachte ich mir so, okay, weiß ich jetzt nicht so, was ich davon halten soll. Ihr wisst, ich mag eigentlich keine dicken Bücher, aber vor allem denke ich immer, dass ich dann wochenlang für das Buch brauche. Aber Leute, glaubt mir, bei dem Buch, man merkt nicht, dass das 600 Seiten sind. Man merkt es nicht ein bisschen. Es ist voll krass, weil der Schreibstil ist so flüssig und man ist so in der Story drin, dass man gar nicht merkt, wie viele Seiten man gelesen hat und schwupps hat man plötzlich einfach 100 Seiten gelesen. Ich habe es sehr geliebt. Also das Buch gibt mir Gossip Girl Vibes, High Society, voller Intrigen, Skandale, ganz viele Geheimnisse und. Und ich bin einfach gespannt auf den zweiten Band. Also ich freue mich sehr darauf, weil ich habe es geliebt. Also, absolute Empfehlung von mir.
Und jetzt wollte ich euch noch meine ganzen Bücher für den April zeigen. Also Bücher, die ich diesen Monat noch lesen möchte. Dieses Buch hier lag auch auf dem Stapel. Also kann ich das Buch auf jeden Fall jetzt schon mal abhaken. Was ich diesen Monat unbedingt lesen möchte, ist Binding 13. Leute, schaut euch mal die deutsche Ausgabe an. Wie wunderschön sieht die deutsche Ausgabe aus. Ich habe mich echt verliebt. Ich mag dieses Farbschema und dieser Farbschnitt ist wirklich auch wunderschön. Love it. Es sind 800 Seiten. Ich habe Angst davor, aber ich weiß, dass ich dieses Buch lieben werde. Deswegen freue ich mich sehr darauf. Ich wollte es schon letztes Jahr lesen, aber ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt, weil ich mir dachte, das Buch ist so dick. Ich wollte mir nämlich die englische Ausgabe kaufen. Die zeige ich euch mal. So sieht die englische Ausgabe aus. Und ich war die ganze Zeit hin und her gerissen, bis Gabriel mir das Buch dann gekauft hatte. Wisst ihr noch? An Valentinstag. Ja. Ich wusste nicht, dass das Buch auch jetzt nächster Zeit auf Deutsch erscheinen wird. Und da ich das Buch so schnell wie möglich verschlingen will, werde ich es auf Deutsch lesen, weil ich einfach auf Deutsch viel schneller lese als auf Englisch. Ihr schreibt mir auch die ganze Zeit, dass ich das Buch lieben werde und das glaube ich auch. Aber das hypt mich natürlich umso mehr, wenn ihr mir das auch noch schreibt. Dann möchte ich auch unbedingt endlich Divine Rivals lesen. Leute, ich will dieses Buch schon seit letztem Jahr lesen. Ich habe es mir dann auch auf Englisch gekauft natürlich. Like always. Hier, einmal auf Englisch. Es hat sich dann so hinausgezögert, dass das Buch dann endlich mal auf Deutsch rausgekommen ist. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob ihr in meinem Broadcast-Channel seid, aber ich weiß noch, wie ich, glaube ich, das war im November oder so, in meinem Broadcast-Channel geschrieben hatte. Leute, wisst ihr, ob irgendwann die deutsche Ausgabe rauskommt, denn ich will unbedingt dieses Buch lesen. Ich habe wirklich letztes Jahr jede Woche nachgeschaut, ob es irgendwelche Infos dazu gibt, ob es übersetzt wird und wenn ja, wann. Und ich habe wochenlang, monatelang nichts dazu gefunden. Dann habe ich, glaube ich, im November oder Dezember das Buch auf Englisch gekauft und nach einer Woche wurde dann groß angekündigt, dass es auf Deutsch rauskommen wird. Ich muss sagen, die deutsche Ausgabe hat es mir auch echt angetan. Schaut euch mal diesen wundervollen Farbschnitt an. Und bei diesem Buch bin ich mir auch sicher, dass es mir sehr gut gefallen wird. Ich hätte so gerne diese Fairy Loot Ausgabe gehabt. Dann würde ich gerne diesen Monat Love Redesigned von Lauren Asher lesen. Ihr neuestes, aktuellstes Buch. Und da habt ihr mir auch geschrieben, dass das Buch richtig gut sein soll und dass es mir auch bestimmt gefallen wird. Also alle, die es von euch gelesen haben, haben nur Positives darüber berichtet. Ihr habt es alle geliebt und wie kann man es auch nicht lieben? Es ist von Lauren Asher. Und das ist auf jeden Fall der erste Band der Lakefront Billionaires Reihe. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Dann wollte ich unbedingt diesen Monat noch das neueste Buch von Anya lesen, Fake Roomie. Schaut euch mal diesen wunderschönen Farbschnitt an. Also der Übergang hier direkt so voll schön. Ich glaube, das werde ich jetzt als nächstes lesen und dann würde ich mit Binding 13 anfangen. Ich würde auch sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, der Reading Vlog hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da und ein Like. Abonniert den Kanal. Und schreibt mir gerne, ob ihr die Bücher auch gelesen habt, die ich jetzt im Reading Vlog gelesen habe. Ob ihr eins von denen hier gelesen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich habe euch lieb, fühlt euch ganz fest gedrückt. Love you.